Heute dreht sich alles um das Thema Wartung. Wie mache ich mein Motorrad technisch für den Winter ready? Hi, herzlich willkommen bei Rock the Bike. Heute wird euch der Skier zeigen, was ihr alles für den Winter machen könnt, um euer Motorrad technisch winterfest zu machen. Ich hoffe, ihr findet ein paar nützliche Tipps. Und in dem Sinne würde ich sagen, los geht's. Bei einer Inspektion geht es darum, dass wir gucken müssen, dass der Motor Betriebstemperatur bekommt, damit das Motoröl und das Getriebeöl ohne Probleme raus kann. Während er läuft, checken wir, ob die ganze Elektronik funktioniert. Bremse geht, links, Blinker rechts, natürlich auch Kennzeichenbeleuchtung. Funktioniert alles soweit. Dann kommen wir zur vorderen Beleuchtung. Einmal Fernlicht, Lichthupe, Blinker links, Blinker rechts. Ob die Hupe funktioniert, ob wir hier umstellen können. Wie wir sehen können, können wir umstellen. Und ob die Klappenauspuffanlage funktioniert. Also einmal Klappe. Klappe offen, Klappe zu. Auf jeden Fall nach der Beleuchtung gucken. Beleuchtung ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr was seht. Es ist wichtig, dass die Leute euch sehen. Das kann sehr schnell in die Hose gehen. Auch nach den Blinkern gucken. Was du noch machst, ist, du guckst, ob die ganzen Armaturen, also die Elektronik an den Armaturen funktioniert. Das bringt dir auch nichts, wenn der Blinker zum Beispiel funktioniert, aber die Betätigung vom Blinker nicht geht. Oder wenn die Betätigung vom Fernlicht, von der Hupe, vom Starten, was weiß ich, wenn das alles nicht funktioniert, bringt dir das alles natürlich auch nichts. Darauf zu achten ist, wenn ihr bei euch eine Hebebühne habt und ihr macht das selber, dass ihr den richtigen Punkt benutzt zum Aufbocken, weil wenn wir zu weit hinten sind, kommen wir nicht mehr an die Schrauben dran. Zu weit vorne kann es sein, dass das Ding nach vorne wegrutscht, dann habt ihr das Motorrad fallen und am Seitenständer habt ihr das Problem, dass er dann schief hängt. Und Sicherheit geht vor, das auf der anderen Seite auch an derselben Stelle. Weil ich eine kleine Mimose bin, mir Gummihandschuhe anziehen. Ist besser, als sich 20 Mal am Tag die Flossen zu waschen. Handschuhe hast du in 2 Minuten gewechselt. Kostet nicht so viel. Wenn du den Chef fragst, kostet es zu viel, aber kann man nichts ändern. So, Freunde. Der erste Schritt, solange der Motor noch warm ist, sind die kompletten Öle abzulassen. Solange der Motor warm ist, ist das viel flüssiger. Und wenn der Motor kalt ist, ist es zäher. Dann nehmen wir uns unsere Ablasswanne. Was ich vergessen habe, das wichtigste Utensil jedes Zweiradmechanikers. Wir haben das Privileg, dass wir im Sitzen schrauben können. Und das nutzen wir natürlich auch, ne? Als erstes kommt hier das Primäröl. Wir könnten ja fangen den Strahl spielen, aber der Strahl ist nicht so gigantisch. Das ist der Motorölkreislauf. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt mit der Hand ab. So, jetzt kommen wir zum Getriebeölkreislauf. Der ist ein bisschen versteckt neben dem Rahmen hier unten. Als nächstes kommt der Ölfilter dran, den müssen wir natürlich auch lösen. Da ist auch noch ein bisschen Öl drin, damit das auch abfließen kann. Nehmen wir eine zweite Wanne für den Ölfilterschlüssel und lösen das Ding. Und wie wir sehen, hier fließt Öl runter. Wir lassen jetzt alle Öle in Ruhe abfließen. Vorher immer Öl auf Betriebstemperatur bringen, damit der ganze Dreck, der noch im Kreislauf ist, auch schön nach unten gespült wird, damit das Öl auch besser abfließen kann. Das ist sehr wichtig, wenn du kaltes Öl, wenn du den Stopfen aufmachst und da ist kaltes Öl, dann kannst du meistens eine halbe Stunde bis Stunde warten, bis das komplette Öl da rausläuft. Und in Betriebstemperatur, wenn ihr den Ölstand prüft, ist auch sehr wichtig. Worauf man noch achten sollte, immer neue Dichtringe, wenn ihr einen Ölwechsel macht. Sehr wichtig, sonst ist das Ding sehr schnell undicht und die Schrauben sind im unteren Bereich. Und wenn es anfängt zu tropfen und das geht auf den Hinterreifen, ist das nicht sehr schön. Den richtigen Ölstand einfüllen, auch sehr wichtig. Zu viel kann Motorschaden geben, zu wenig kann Motorschaden geben. Und wenn ihr einen Ölwechsel macht, manche sparen sich das, aber auf die 10, 20 Euro kommt es sich drauf an. Immer noch einen Ölfilter mit einbauen, damit alles auch so läuft, wie es laufen sollte. Jetzt besorgen wir uns ein paar Teile und gucken. Jetzt fließt mittlerweile auch nicht mehr viel Öl ab. Ne? Das sind einzelne Tropfen, die rauskommen, machen die Ölablassschrauben wieder dran, füllen Öl nach und gehen dann an den oberen Bereich. Und jetzt haben wir 3 neue Dichtungen. Auf der anderen Seite müssen wir noch eine Schraube haben, aber die holen wir uns gleich rüber. Einmal mit Bremsreiniger absprühen, kein spitzes Werkzeug nehmen. Weg. Du hast hier, in dem Bereich hast du einen kleinen Magneten,
der dann halt so größere Späne oder kleinere Späne auffangen sollte. Da guckst du auch einmal drauf. Das ist aber normaler Verschleiß. Ist alles in Ordnung. Bei dem dasselbe, mal gucken. Auch normaler Verschleiß. Ich hole mal den auf der anderen Seite. Dasselbe in grün. Abmachen. Einen Lappen drüber und die neuen Dichtringe drauf. Hier ist meistens noch Teflonband vom Werk aus schon drauf. Viele Mechaniker machen auch wieder Teflonband drauf, aber ist eigentlich Verschwendung. Kann man so lassen. Solange es nicht undicht ist, ist es dicht. Das ist meine Devise. Gucken, dass es richtig drauf ist. Dann gehen wir hier dran, wischen erstmal ein bisschen was ab und die Schraube reindrehen. Gucken, dass ihr die Schraube richtig ansetzt. Wenn ihr die schief ansetzt, ist es scheiße. Dann habt ihr euch das Gewinde zersetzt und dann ist Feierabend. Das am Primärkasten auch. Die Schraube drauf. Erstmal nur ansetzen. Und Getriebestrang auch. Wenn wir das gemacht haben, einmal mit dem Bremsereiniger. Und auch hier dran. Schön sauber machen. So, dann können wir die Ölwanne schon mal weglegen. Und das Öl wird natürlich richtig entsorgt. Freunde, ne? Es geht um die Umwelt. Öl ist was sehr Gefährliches für unsere Umwelt, auch für die Menschen. Deswegen immer richtig entsorgen. So, jetzt ziehen wir die Schrauben nach. Auch mit Drehmoment. Ich habe eine Drehmomentratsche in der Hand. Also meine Hand mit integriert. Deswegen ist alles in Ordnung. Vorwärtsaufruf, ja. Auch gut. Auch gut. Jetzt gehen wir an den Ölfilter dran. Mal Ölfilter wegnehmen. Bremsenreiniger. Hier ist ja alles mit Öl. Schön sauber machen. Auf der anderen Seite auch nochmal. Jetzt den neuen Ölfilter rausnehmen. Gucken, ob es der richtige ist. Scheint der richtige zu sein. Ein bisschen Altöl nehmen. Dran schmieren. Erstmal mit der Hand ansetzen. Warum schmiert man da Altöl dran? Wir haben ja hier einen Gummiring dran. Und wenn wir jetzt kein Altöl dran schmieren würden, wenn wir es trocken reinmachen würden, würden hier eigentlich wieder Risse dran kommen. Oder der Gummiring würde sich dran festpappen. Dann hätten wir Probleme beim Abmachen. Deswegen immer ein bisschen Altöl dran schmieren. Was gut schmiert, das gut fährt. Ein kölsches Sprichwort, meine Freunde. So. Spüren wir ein bisschen Widerstand. Zack. Jetzt nochmal einen Bremsreiniger. Mit dem Bremsreiniger richtig drauf gehen, weil wir wollen ja später nachgucken, ob es dicht ist. Und wenn du immer noch ein bisschen Altöl da hängen hast, wenn es wärmer wird, fängt es an zu tropfen. Und dann denkst du, der Ölfilter ist dicht, obwohl das nur noch Altöl war, was da hing. Einen Lappen nehmen, ein bisschen sauber machen. Es gibt bestimmte Entsorgungsstellen. Ihr könnt auch in der Kfz-Werkstatt eures Vertrauens oder in der Motorradwerkstatt eures Vertrauens könnt ihr hingehen mit dem Behälter und die entsorgen es meistens gegen Aufpreis. Gullideckel, Toilette, Waschbecken, offene Wiese kippen, das könnt ihr alles auch machen. Nee, ist natürlich Spaß. Wie gesagt, ihr solltet das auf jeden Fall gerecht entsorgen, weil das ist pures Gift für die Umwelt, pures Gift für euch selbst. Wenn ihr es in Gullideckel kippt oder in Waschbecken, das kommt wieder in unser Wasserkreislauf und das wird ihr nicht trinken, glaube ich mir. Jetzt kommen wir zum Öl nachfüllen. Da wir hier schon auf der Seite sind, nehme ich erstmal den Primärbereich. In den Primärkästen mache ich immer 1,25 Liter Öl rein. Sehr wichtig. Nicht zu wenig und auch nicht zu viel machen. Das flüssige Gold. Einmal auffüllen. Wenn wir schon bei dem Kleinen sind, dann tun wir auch direkt fürs Getriebe was auffüllen. Beim Getriebe kommt so 08, 09, 07. Ich mache immer so 08 rein. Hat Spaß? So, ja, auf jeden Fall. Sehe ich nicht aus, als ob ich Spaß hätte. Oh, ja, klar. Ja, siehst du mal. Man tut in den Primär- und in den Getriebekreislauf, tut man meistens dasselbe Öl rein. Was wir jetzt benutzen, ist hier mineralisches Öl. Dann tust du ein anderes Öl in den Motorkreislauf rein. Du kannst Screaming Eagle, also vollsynthetisches Öl, kannst du in alle drei Kreisläufe reinmachen. Je nach dem Ermessen des Kundens. Aber meistens reicht mineralisches Öl vollkommen aus. Einmal öffnen. Das ist für den Getriebekreislauf. Hier benutzen wir einen Trichter, damit wir keine Sauerei machen. Weil jede Sauerei, die du machst, musst du auch selber aufräumen. Was kommst du da jetzt?
Das ist jetzt Motoröl, was ich hier reinpumpe. Bei den Milwaukee 8 füllen wir 4 Liter Motoröl ein. Bei den Twin Camps ist es anders, da ist meistens 2,7, 2,8. Aber guckt am besten im Netz oder im Handbuch nach, wie viel Liter Motoröl euer Motorrad bekommt und füllt die je nachdem auf. Wie gesagt, keine Garantie oder Gewährleistung. So, alles gut, ich hab's im Griff. Hier, der Lukas ratet, dass es oben rausfließt, aber nee, mein Freund, nicht mit mir. Jetzt reden wir so groß und gleich wird es oben rausfließen, Alter. Das war gerade eben schon klar. So, das sind 2 Liter gewesen, jetzt nochmal 2 Liter. Ja, du kannst dich auch nicht für eine Seite entscheiden, ne? Die ist besser. Das ist mein Potenzial. Meine Schokoladenseite. Der Auspuff eigentlich noch heiß, oder? Nein, nein, mittlerweile abgekühlt, Gott sei Dank. Eben haben uns die Flossen verbrannt, aber jetzt hier nachschauen. Das war heiß. Das war heiß. Siehst du mal, Alter, das ist Schadenfreude, ne? Also so einen Chef wünsche ich keinem, Freunde. So, ein sauberes Paar jetzt genommen, weil wir jetzt wieder an Karosserieteile dran gehen. Das können wir erstmal zumachen. Jetzt können wir erstmal alles schließen, was wir hier offen haben. Den Ölstand messen wir immer im betriebswarmen Zustand. Niemals im kalten Zustand den Ölstand messen, das bringt nichts, meine Freunde. Also bei Harley zumindest, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, aber laut Harley sollte man den Ölstand immer im betriebswarmen Zustand messen. Weil wir so oder so Plastik haben, gucken wir, dass wir nicht so festmachen. Jetzt macht es einmal knacken, dann ist Feierabend. Haben wir hier die Seite schon mal fertig, haben wir die Decke wieder drauf gemacht, jetzt gehen wir auf die andere Seite. So, dann kommt hier der Dichtring wieder dran. Gucken, ob der Dichtring in Ordnung ist. Ist nirgendwo stark eingedrückt, also kann man den wieder verwenden, ansonsten einen neuen Dichtring benutzen. Einmal hier die Fläche von Ölresten entfernen. Die meisten machen auch hier Loctite dran, was ich unnötig finde. Wenn du die Schrauben gut anziehst, dann brauchst du keinen Loctite für. Erstmal mit der Hand ansetzen, wie auf der anderen Seite auch. Dann nehmen wir meinen kleinen Helferlein, stellen den aber wieder auf. Erstmal damit jetzt ein bisschen angezogen. Das sind die kleinen, die reißen sehr schnell ab, deswegen mit Gefühl. Da benutze ich gerne hier noch so einen Aufsatz. Gucke, dass ich einmal überkreuzt, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, ja, das war's jetzt fürs Erste und wir sehen uns im nächsten Video. Wir haben hier noch Nebelscheinwerfer. Das weiß ich leider nicht, wie die gerade an- und ausgehen. Scheißegal, das schneiden wir raus. So. Immer mit dem Zug hier nochmal nachzogen, liebe Freunde der Sonne. Ich sag ja, es ist Bildungsfernseher hier. Aber keiner glaubt mir das. Und das Öl wird natürlich richtig entsorgt. Macht man das dann zu Hause? In den Gullideckel. Nochmal ein. Jetzt wäre ich schon fast hingefallen, Alter. Das ist hier überall. Ey, Oskar. Das ist ein Aufruf an dich. Das geht nicht weg hier. Ich glaube, ich habe mir wieder einen Nerv eingeklemmt. Ich brauche dich. I need you. Ruf mich an. Ja, nur nochmal größer. Noch eine Nummer größer. Oh, ich habe das Falsche weggelegt. Junge. Alter, früher haben die das aus Metall gemacht. Jetzt ist es mittlerweile aus Plastik. Harley ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich habe ja keinen Praktikanten oder keinen Azubi hier. Ihr könnt euch gerne bewerben an den Joachim J. Winterscheid. Die Bewerbung weiter fortschicken. Über den kleinen Pimmelding hier. Mini-Schnorchel. Dauert das ein bisschen länger, aber ihr könnt euch die Wartezeit mit einer Werbung, die wir jetzt einblenden, könnt ihr euch die Wartezeit ein bisschen verschönern. Du möchtest ein Performance-Mapping der Firma Don Performance